Oh mein Beanstalk. Gott! Beanstalk! Herzlich willkommen zu eurem liebsten Lieblingstag. Ach, scheiße, verkackt. Lieblingstag der Woche, Beanstalk mit Simon, Beanstalk. Mit Budi, mit Nils und mit mir. Und Lars Mutter. Und mit euch und Lars Mutter. Lars Mutter ist da. Und Lars Mutter ist da. Lars Mutter in Ruhe. Lars' Mutter. Lars' Mutter ist am Start. Ja. Gott sei Dank, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie war echt lange in dieser Kiste. Ja. Zu lange. Als es zulässig wäre. Oder? Warum sollte sie anders gehen als Lars? Aber auch schön, dass sie bei Rocket Beans ihr Coming Out hatte. Yes! Ja. Danke, auf Paul. Fucking Verlass. Paul ist ja da, endlich. Wir spielen heute Trouble in Terrorist Town. Und es ist trotz der halbstündigen Mehrzeit, die wir hatten, hier alles einzurichten, ein technisches Chaos. Wir hoffen, es klappt einigermaßen. Wir haben einen Server aufgemacht, beziehungsweise wir sind auf dem Rocket Beans Server, den Pumuckl auf Abwägen hier schön administriert. Und wir sind aber noch zu viert. Ich weiß gar nicht, holen wir jetzt noch mehr Leute drauf? Und wenn ja, wie? Ich wüsste gar nicht, wie. Darf ich mal was sagen? Ich glaube, der Pumuckl könnte das alles einstellen, ja. Wir haben es ja schon mal gespielt, aber das war doch, war das doch nicht eine Minecraft-Map? Die Maps sind ja immer unterschiedlich. Also, das ist ja basiert auf. Wir haben verschiedene Maps. Gespielt. Wir haben verschiedene Maps. Ja, aber das war schon aber auch so ein Minecraft. Es gab auch eine Zelda-Map zum Beispiel. Genau. Und die hat einer der Mitspieler auch selber gebaut. So, und es ist ja relativ einfach. Es gibt einen Traitor. Einer von uns vieren ist ein Traitor. Achso, hier, Eddie, gib mir unsere Pinöbels. Drei sind innocent. Wer hat mich angeschossen? Ich glaube, das war ich, aber auch nur, weil ihr aufeinander geballert habt. Nee, hör auf jetzt! Ich mach nichts. Ich weiß nicht, wie man holstert. Du hast völlig recht, wir müssen immer in einem Team sein. Eddie und ich müssen immer in einem Team sein. Ich holste. Ihr seid so schlecht. Ihr seid wirklich so unfassbar schlecht. So geht's, oder? Ja, anders probieren. Ah, du hast übrigens einen geilen Skin. Nee, das ist auch nur einer. Kann ich Morty machen? Den hast du dir gekauft? Den hab ich mir nicht ernsthaft? Ja, du kannst hier auf dem Server dir Bohnen verdienen. Ich probier mal hier mit dem, das nicht aufs Touchpad. Nee, also mit den Bohnen kannst du die Avatare kaufen. Das ist nicht schlecht. Und man verdient sehr schnell viele Bohnen. So die ersten Halbzeit ausgerüstet. Ja. Verdammt, das will ich auch haben. Ich bin neidisch. Ja, das sei neidisch. Ich glaube, wir haben Eddie Nils verloren. Wieso? Nils ist doch genau hier. Bödefeld. Nein, Nils ist nicht hier. Er ist Trigger Happy. Ey, wir geben das erstmal einmal weiter. Das ja, genau. Ist einmal für baut euch. Mal die Band auf zwischen so. Euch. Baut mal eine Mauer auf. Die antikapitalistische Mauer. Ich habe gehofft, dass wir ohne auskommen. Aber gut. Ohne Fußball. Wir brauchen noch einen. Noch eine. Man weiß nicht, ist die Mauer wegen den Fußballergebnissen oder ja, ist die natürlich. Mauer? Selbstverständlich. Okay, also, wir können ja mal ganz habt kurz erklären. Habt ihr jetzt als Einzige keine Mauer oder was? Haben wir eine Matz? Nee, ne? Wir brauchen ja nur im Falle. Nein. Das Fall ist. Nee, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also, jetzt mal ganz kurz. Also, die haben jetzt als Einzige keine Mauer. Ja, weil wir immer Freunde sind. Das hast du schon mal erlebt, dass Etienne das und ich uns geschrieben haben? Nee, das kann ich nicht akzeptieren. Warum nehmen wir nicht einfach die da Sabrina. Liegt? Hier ist doch eine. Nehmt doch einfach die. Und Eintracht. Wir haben ja eine. Ach, ihr habt eine. Ja. Ich dachte, ihr tut so, als gäbe es keine mehr. Nee. So. Bei allem muss man aufpassen, ne? Wie junge Hunde. So würde gehen. So ist gut. Wir haben so oder so an diesem Abend einen extrem hohen Vorteil. Wir sind nämlich nur zu 2% gedanklich hier anwesend. Das stimmt nicht. Wir könnten, am liebsten würde ich jetzt Sniper Elite spielen. Dann würden sie noch besser jetzt. Wir würden trotzdem gewinnen, aber sie würden nicht mehr so viele gehässige Kommentare haben, weil sie gar keine Kraft dazu hätten. Ich bin gespannt, ob sich das weiter auswirkt. Ich gebe immer 90%. Die Psychospiele haben schon angefangen. Können wir bitte anfangen, weil ich bin auch unschuldig. Ja, wie startet das Ganze denn jetzt? Das weiß keiner. Eddie ist schießwütig. Also es startet schon längst. Läuft schon ein. Es läuft schon. Okay. Können sich bitte alle Unschuldigen mal hier unten bei diesem roten Truck versammeln. Ja. Woher weiß ich denn, ob ihr unschuldig seid oder nicht? Weil ich dir das sage. Kurze Erklärung zu dem Spiel. Wer noch nie Trouble in Terrorist Town. Nils ist es. Naja, deswegen, Nils ist böse. Ja. Ich schieße auf Nils. Ey, wie geil ist das? Ey, du Nils ist tot. Jetzt müssen wir alle gucken, ob Nils wirklich der Böse war. Ey Simon, du bist so unfassbar dumm. Wirklich. Ich dachte, wir spielen jetzt eh noch nicht richtig. Scheiße, du bist. Ich bin völlig sprachlos. Du bist innocent. Ja, natürlich bin ich innocent. Ich sagte gerade, lass uns alle beim Truck. Ja, wenn das würde ein Terrorist doch sagen, Mann. Warum denn? Ja, weil er will, dass sie sich da alle versammeln. Ja, und dann? Um sie abzuknallen. Und die wehren sich nicht, weil die keine Bewaffnung haben. Also das heißt, Simon scheint entweder ein Terrorist zu sein oder schwer verdächtig. Verwundet. Okay. Schwer verdächtig. Sag mal, und kann das sein? Ich bin habt ihr auch Fall. Grafikfehler? Also das alles ein bisschen. Die Maße. Das hast die leider nur du. Die stimmen nicht. Aha. Das ist. Ja, dann ist es Eddie. Ist okay. Warum? Okay, ich bin dabei. Auf ihn.
Warum? Was sagen wir? Ihr habt das Spielprinzip also, schon gerafft. Eddie steht einfach ganz oben rechts, ist jetzt durchs Mäuseloch gegangen. Ja, durch du darfst doch auch nichts erzählen. Das zerstört ja das Spiel. Ey, Simon, ich bin ey, voll da ernsthaft. Ich bin ernsthaft unschuldig, Simon. Ich will ja auch gar nicht. Ey, das geht doch gar nicht. Ich bin unschuldig gewesen. Ihr könnt nicht alle drei auch unschuldig sein. Du bist nie unschuldig. Selbst in Trouble in Terrorist Song bist du nicht unschuldig. Aber es tut mir wirklich leid, Nils. Nein, ich werde dich nie wieder erschießen. Ich war einfach absolut sicher, weil du so komisch getan hast. Und ich dachte auch, wir spielen noch nicht richtig. wir können auch gerne neu starten. Also. Warum? Und warum bin ich angeschossen worden? Aha, Eddie wurde angeschossen. Auf jeden Fall eigentlich nur lustig gemeint. Just a prank, bro. Der liegt ja. Tätigkeit. Es tut mir so leid. I'm so sorry, Bird failed. I didn't mean to. The innocent win. War es Nils doch? Wir werden es nie erfahren. Natürlich, man sieht's doch. Wie hebt man Sachen auf? Bimon -6 Punkte. Hab ich wirklich? Q, also, auf Q kannst du die Sachen wegwerfen, da musst du, glaube ich, drüber laufen. Oder? War das richtig? Ja, das war richtig. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Karma verloren. Was ist jetzt passiert? Jetzt weil ich ja Böde worden. Nee, nächste Runde. Vorbereitung. 14 Sekunden Zeit. Wisst ihr das mit dem Karma? Das ist ein nützlicher Tipp. Eure Waffen werden dann schwächer. Wie jetzt? Echt? Also, wenn ihr, wie ich, einen Fehler macht, einen schwierigen Fehler. Ey, die wollte ich doch nehmen. Dann ist beim nächsten Mal eure Waffe schwächer. Oh, echt? Ja. Das ist ja schön. Das ist schön, finde ich. Okay, es geht los. So, ich bin innocent. Eben war ich Traitor übrigens. Ey, ich bin bei dir. Ich laufe hinter dir her. Warte auf mich. Alter, welches Arschgesicht. Darf ich jetzt sagen, wer es war? Ist nicht. Nee, ne? Nee, wir dürfen nicht. Nee, eigentlich nicht. Ach so. Was, du bist tot? Okay, oh. Ich wurde umgebracht von jemandem. Okay, also entweder ist Simon ein guter Schauspieler oder Buddy ist der Schurke. Das heißt also, Alter, Buddy muss jetzt immer ermordet werden. Also ich sage, okay, ich bin... Kann ich denn hier die Waffe... Wie kann ich die aufnehmen? Mit E oder was? Ja, du musst eine mit Q wegwerfen. Ach so. Oh. Der Buddy, ey, so ein fucking Fuchs. Es ist dein Spiel, Alter. Yes! Du warst schon beim letzten Mal so gut. Es geht! Verdammt, das ist aber auch eine fiese Map, ganz ehrlich. Ja, aber lass uns doch einfach jetzt fieser Map. Lass uns doch einfach immer Buddy töten und dann ist doch alles gut. Das macht doch gar keinen Sinn. Kann man damit gar nicht falsch fahren. Nein, nein. So darf man das nicht betrachten. Die Erde dreht sich nun mal. Das ändert alles. Ja, selbstverständlich ändert das. Ich habe meine Meinung geändert aufgrund dieser Aussage. Ja! So, höre mir doch zu. So, ich traue mich jetzt nicht mehr in Jetzt mal, letzte Runde ist letzte Runde gewesen. Jetzt müssen wir noch mal neu anfangen, würde ich sagen. Ich bin unschuldig. Ich töte einfach alles. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist nicht Sinn dieses Spiels, Nils Bumhoff. Ja, aber es ist in meinem Sinne. Gibt es hier irgendeinen Test? Ich würde gerne einen von diesen Traitor-Tests machen. Du meinst einen Shop? Auf jeder Map ist es anders irgendwie. Aber wir, okay, keiner vor allen Dingen hatten wir letztes Mal jemanden, der die Map kannte und das Spiel. Aber auf jeden Fall machen wir, sobald wir was sehen, machen wir einen. Okay, pass auf. Ey, ich versuch's jetzt noch einmal, ja? Alle Unschuldigen treffen sich hier beim Laptop. Ich komme nicht aus dieser Kiste raus. Aus welcher? Ich bin hier in der Schublade und ich komme nicht raus. Ey, ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe ein bisschen Angst vor Nils. Kann mir einer vielleicht helfen? Nee, Buddy, wenn ich dich sehe, töte ich dich. Ich bin am Laptop. Alle, die unschuldig sind, können hierher kommen. Dann wissen ja alle, wenn jemand am Laptop stirbt, wissen ja alle, ich war's. Oder? Dann könnt ihr alle auf mich gehen. Mich hat das überzeugt. So. Und wenn niemand am Laptop stirbt, oh, dann bin ich voll innocent. Wo ist das Laptop? Alter, okay. Hier oben. Ich hüpfe rum. Ach, hier oben. Da sehe ich dich. Eddie ist da. Komm hoch hier. Wenn ich tot bin, war es Eddie. Wenn Eddie tot ist, war es ich. Oh, auf mich wurde geschossen. Wenn jemand... Von oben. Von irgendwo. Warte, bis ich da bin. Regel, wenn man tot ist, darf man nicht mehr reden. Ja, ich komme mit. Da oben oder was? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, irgendwo da oben. Von irgendwo da oben wurde geschossen. Lass uns hier auch hier... Wollen wir uns hier nicht verschanzen? Ja, aber wenn wir nicht wissen, wo, kann er uns hier einfach wegsnipen. Ja, aber lass uns doch dann zusammenbleiben. Wir sind ja Freunde und sind beide gutmütig. Ich gehe jetzt hoch und stürme. Wenn ich tot bin... Hast du nicht in jedem Einsatz davor gesagt, lass uns hier bleiben? Ja, aber ich helfe dir. Lass uns hier bleiben. Ich bin oben und du führst ihn in das schwarze Loch, Eddie. Nein. Eddie, nicht da rein. Ja, ich komme da nicht mehr raus. Nee, da kann man nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Verarschst du mich? Ich spüre. Okay, dann gehen wir zusammen. Warte, ich helfe dir. Komm mit. Ich bin bei dir. Wir gehen hier runter. Da kann ein Schurke auf uns lauern, ne? Der kann uns beide töten. Hier, hast du gesehen, wo ich bin? Kommst du? Hä, ich bin runtergesprungen. Echt? Wo bist du denn? Ja, ich bin ja oben in diesen... Oh, ey, draußen wird geschossen.
Hast du gehört? Chosen. Ja. Chosen. Okay, dann ist es Simon. Wieso? Weißt du, dass es nicht Budi ist? Weil Simon da oben steht und schießt. Ich hab ihn. Ich bin ein geiler Typ. Das war viel schwerer als gedacht, mit der scheiß Waffe zu treffen. Ich dachte, geil, jetzt kann ich ja wegpflücken. Und da hab ich dich weggepflückt. Kann man ranzoomen? Kann ich irgendwie Kimme Korn? Kommt auf die Waffe an. Rechtsklick halt, ne? Genau, kommt auf die Waffe drauf an. Ja? Ja. Ich glaube, es ging nicht. Also, wenn Dodis redet nicht mehr, ne? Alter. Das war aber schön, wie ich dich da weggezapft hab, ne? Ey, wie, es gibt doch so ein Kaufmenü. Wo ist das denn nochmal? Ja, das ist C. Nee, stimmt nicht. Scheiße, wo warst du nochmal? Habt ihr echt Kopfhörer auf? Oh, ihr habt Kopfhörer auf. Abseits! Yes! Oh Mann, ey. Die dicken HSV-Fans auf der Tribüne raffen's nicht, dass es abseits war. So. Entschuldigung. Ich bin innocent. Ey, das ist alles so mega. Es ist, und vor allem, weißt du, wer das Tor geschossen hat? Dennis fucking Diekmeier, der nie ein Tor schießt. Und ich habe heute noch gelesen, dass irgendwer gewettet hat, dass heute Dennis Diekmeier ein Tor schießt. Und dann hätte der wahrscheinlich 1 Million Mark gewonnen. Also wo ist jetzt das Kaufmenü? Meine Fresse. Genau, wo ist das Kaufmenü? Weiß das jemand? Das würde ich auch gerne haben. Ich weiß nicht, wo das Kaufmenü ist, aber eins kann ich euch sagen. Waffen mit Zoom kosten Unzoom. Der war notwendig, ja. Der war aber auch ein bisschen mit Wut, deshalb war der schön. F3, oder was? Nee, warte mal, das ist ein anderes Kaufmenü. Doch, F3, da kannst du Skins F3 und so kaufen, aber nee, auch warte mal. Kannst alles Mögliche kaufen. Kotzen. Alles ist nicht schlecht. Ey, wer war da gerade? Sollen wir wieder Kumpel-Action machen? Ich habe gar nicht genug Dingsenskirchen. Sie haben nicht genug Dingsenskirchen. Das ist ein schöner Name für eine Werbung. Nils, also du willst dich treffen, oder was? Nee, ja, halt mal auf mit dem Treffen jetzt. Wirklich. Okay, wer will sich nicht treffen? Wer von euch ist denn... Wer ist von euch Rick? Nicht, wer ist Rick? Bin. Das Kaufmenü ist auf C oder F3. Ich bin Rick. Hä? Ich check gerade nichts mehr. Ja. Ich hänge auf jeden Fall ständig in diesen Mauselöchern rum. Die Map hängt auch irgendwie fest. Ich bin jetzt draußen. Bitte nicht schießen. Ich laufe einfach. Wer ist denn jetzt der Böse? Hat schon jemand Hinweise gesammelt? Ich war allein die ganze Zeit. Ich bin innocent, aber das glaubt mir eh keiner. Wo seid ihr überhaupt? Also ich bin innocent. Ja, also ich bin auf jeden Fall innocent. Ja, okay, ihr seid alle innocent, ja, wie gut, immer. Dann. Also Nils ist... Im Zweifel ist Nils immer der Schuld. Ja, nee, aber was auffällig ist, dass du... ganz anders jetzt redest, als die Runden davor, wo du innocent warst. Nils ist komisch, pushy. Ey, ganz ehrlich, ich hab kein... Es ist Nils ist es, Nils. Okay, Nils ist es, alles klar. Es ist Nils. Nils ist es. Ich glaube auch, dass es Nils ist. Wie in jeder Runde. Die Statistik ermöglicht es, dass es immer Nils ist. Es ist ein glücklicher Zufall, dass du es diesmal wirklich bist. Das ist so echt so ein Glück. Das Spiel hat mich durchschaut und hat mir automatisch immer den Schurkenpart gegeben. Du, verpiss dich! Hier ist Nils! Hier ist Nils! Hier ist Nils! Okay. Nils ist offensichtlich, lass uns zusammen. Vielleicht ist er auch unschuldig. Wir machen Kumpel-Action. Okay, Nils ist Nils ist Budi. Budi ist oben. Ich bin unschuldig. Ernsthaft. Wo ist Simon? Ich bin unschuldig. Okay, Simon ist böse. Budi, Simon. Okay, ich werde meine Waffe mitnehmen, wenn ihr wollt. Simon, beweise, dass ich keine Waffe mehr habe. Ich habe keine Waffe. Es muss einer von Eddie und Nils sein, weil wir haben einen absolut sicheren Testruf. Die beiden sind gerade ein Swat-Team. Ich decke dich doch. Was soll ich denn decken? Ich weiß ja nicht, wo jemand ist. Ich habe meine Waffe längst weggelegt. So, und jetzt holen wir unsere Waffen wieder raus. Aber ich, also, wir schießen einen nicht aufeinander einfach. Irgendeiner bescheißt hier grandios. Nils, wenn du es bist, Respekt. Bleib bei mir. Das ist doch Arsch. Budi packt Nils kann mich nicht erschießen. Was soll denn das Sniper? Eben war es noch eine Crowbar. Weil Eddie und Nils kommen. Wenn ich jetzt gleich nichts mehr sage, dann liegt es vielleicht daran, dass mir in den Kopf geschossen wurde. Oh, Alter, da, ich Achtung, bin hinter dir, Budi. Nils am Boden. Alle, die unschuldig sind, drücken jetzt 6. Okay. Oh, nein, ich war von ihm. Ich wollte eine Handgranate. Ich hab eine Handgranate. Was ist jetzt da? Eddie hat die scheiß Granate geworfen. Nein, ich hätte Nils schon längst abschießen können. Okay, einer von euch ist es. Also 100% ist einer von euch ist. Leute, zu 100%. Es muss einfach. Dieses Scheißspiel! Sagt mir doch bitte, okay, dass wir ich jetzt, nicht bin. Wir machen einen Test, okay? Ja. Wir machen einen Test. Okay, ich bin dabei. Ich komme erstmal zu dir. Alle, die unschuldig sind. Simon, hörst du zu? Ich hör zu. Budi? Ja, ich hör zu. Okay, alle, die unschuldig sind. Ja. Werfen jetzt ihre Waffen weg. Okay. Das ist eine gute Idee. Was drückt man dazu? Mit Q. Eins.
zwei, drei. Das geht dann? Ach so, man muss das erst auswählen. Aha, aha, aha. Und jetzt? Was okay, jetzt haben wir eine zweite Waffe nehmen. Nee, ich weiß, wer es ist. Simon, du hast nur deine Pistole weggeworfen. Ja, ihr alle. Ich werd mich erschossen. Ey, was? Oh, okay. Yes, Alter! Wir haben gewonnen. Wer war denn jetzt der Böse? Nils. Du hast, ich wusste es. Du wusstest es nicht. Naja, wir haben das ja vorhin schon die ganze Zeit gesagt. Du bist ja eine Rache. Ja, du hast ja schon gesagt, dass Nils nicht war. Das war einfach spekuliert. Weil Nils, Nein, Nils, du hast auch anders gesprochen. Ja, definitiv. Weil ich Fußball gucke. Nee. Du wärst der Allererste, der die Waffe... Also, du hast überlegt, wann ist der perfekte Zeitpunkt, mit deiner M16 reinzuspratzen. Du hast gesehen, wenn jemand da ist. Du hattest so eine Millisekunde Delay in der Entscheidung, es wegzuwerfen. Und diese Millisekunde hatte ich halt entlarvt. Ich habe Abenteuer, ich habe Adventures erlebt mit diesem Mann. Im Glauben, dass wir Buddies sind. Habt ihr gehört, wie er 10 Minuten lang Gib mir Deckung gerufen hat? Ja. Ich dachte, ich habe einen Freund fürs Leben. Ohne Scheiß. Und er wusste, da er selber wusste, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Oh, ist das mies. Nils, ich bin aber so enttäuscht. Nils, jetzt ist alles anders. Ich bin auf deiner Seite. Ja, ich weiß, Nils ist der Böse. Wer ist das? Ich bin das. Ich sag doch, ich bin auf deiner Seite. Okay. Ich bin unschuldig. Ich hatte nicht mal eine Waffe. Ihr könnt nicht alle unschuldig. Ich hab nur eine Crowbar. Nils war eben der Böse. Deswegen ist es statistisch genauso wahrscheinlich, dass er jetzt wieder der Böse ist. Nein, ich bin echt nicht der Böse. Ich bin wirklich nicht der Böse. Pass auf, ich mach einen Vorschlag. Ich bin unschuldig, ergo muss es einer von euch dreien sein. Ich mach den Vorschlag. Alter, Ede! Da, warte! Ede wurde geschossen, ohne Scheiß! Fuck, nee! Warte, hau jetzt ab, fuck you. Warte, ey, Simon. Nee. Simon, ey, ganz ehrlich, wenn Eddie der Schurke gewesen wäre, dann wäre das Spiel jetzt vorbei. Denke, jetzt zweimal wurde ich von meinen Freunden betrogen. Ab jetzt seid ihr für mich alle tot. Wie soll denn hier einfach wie soll denn der Traitor hier Budi gewinnen? Noch nicht. Budi ist noch. Budi hat noch ein Gut. Ey. Ich finde es gut, dass du die erste Runde vergessen hast. Echt mal eine kurze Frage: Wie willst du denn bei diesem Mexican Standoff, den wir dann immer haben, wie willst du denn da überhaupt irgendwas hinkriegen? Ja, ganz ehrlich, du musst halt sau smart sein. Du musst aus der Ferne uns alle weggesnipert. Ganz ehrlich, weil ich hab gesehen, wie du Eddie angeschossen hast. Deswegen hab ich von oben drauf gezimmert. Wie schnell er gesagt hat, Eddie hat geschossen. Ja. Wie durchtrieben ihr seid. Es ist unmöglich. Ich bin ein sehr schlechter Lügner. Okay, weißt du, was ich glaube? Ja, Eddie ist es jetzt. Ich glaube, Eddie hat sich schon positioniert für die Opferrolle jetzt gerade. Es ging ja gar nicht. Da war ja eben noch Preparing. Aha. Ja, ich glaube auch doch. Okay, ich schieße jetzt Nils ab. Ist mir egal. Ich bin innocent. Ich schieße einfach mal. Das hat Nils doch gerade eben auch schon gesagt. Warum willst du das machen? Also das ist weil wenn du so redest, redest du mit gespaltener Zunge. Ich wusste gerade überhaupt gar nicht, welche Rollen wir haben. Also Ich bin Kumpel. Du hast eben. Ich trau dir gar nicht. Ich sag Folgendes: Wenn ich jetzt der Schurke bin, dann dürft ihr mich immer töten und ich beschwere mich nicht. Okay. Nein, das gefällt mir. Wie lange läuft das Spiel noch? Was passiert, wenn Innocent abschießt eigentlich? Dann kriegt der Minuspunkte und der Terrorist braucht. Ey, wer ist das? Eddie, ich sehe Eddie. Wenn ich tot bin, war es Eddie. Komm, ich komm zu dir. Wenn ich tot bin, war es Eddie, okay? Ja. Und wenn Eddie tot ist, war es ich. Das hilft uns total weiter, Alter. Ja, doch, das hilft auch. Lass, die anderen treffen sich auch. Die Zeit läuft dir für Innocence. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht. Ich bin hier unter dem Monopoly-Spiel. Ich hänge ehrlich gesagt fest. Da, Eddie, Simon ist es. Budi ist es bestimmt. Simon, komm zu uns. Komm hoch. Ja, aber ich traue dir jetzt auch nicht. Budi muss es sein. Ich traue keinen von euch. Budi ist es. Der holt sich eine Sniper. Du sagst viel zu oft, dass es Budi ist. Ja, aber ich weiß jetzt, dass Budi das ist. Aber Budi hält sich auch auffällig zurück. Budi lügt. Aber ich laufe Alter, ich will einfach nur hier rauskommen. Ich bin bei der scheiß Firefly-DVD und ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier wegkomme. Wo ist denn die Firefly-DVD? Ja, weiß ich doch nicht. Irgendwo im Schrank. Hier bin ich. Stopp, keine Angst. Ich bin da. Wo? Vorsichtig, hier. Wo? Ich bin in dem scheiß Mautloch. Okay, pass auf. Ich hab eine Idee. Wir stellen uns im Viereck auf. Jeder zielt auf alle. Und wir sehen ja, wer als erstes schießt, ist ein Schurke. Was? Ja, komm her. Okay, wir dürfen also dann einfach jeder auf einen schießen. Ey, Budi, du siehst aus. Ja, weil fucking... Wieso siehst du denn so aus? Du siehst aus wie ein Error-Striftzug. Kannst du dir das auswählen? Wie ein Error? Nee, ich sehe aus wie Rick. Okay, dann Simon, hast du die Dings Simon nicht geladen. Wenig. Guck mal, das ist mega lustig. Du siehst aus, weil ich halt so, was ich bin. Okay, es ist eine 50-50-Chance, dass ich jetzt auf den richtigen schieße. Guck mal, wie du aussiehst bei mir. Ede will schießen. Ich hab keinen Bock auf Ede. Ede will schießen. Ede will schießen? Okay, Simon ist es. Alter, Ede ist es gerade verraten. Du hast es verraten, Simon. Leute, Ede ist es. Du hast es verraten. Ede ist es. Ja, kommt doch einfach beide raus. Einer von euch beiden ist es definitiv. Ede, komm raus jetzt. Kommt doch beide raus. Und lass uns. Warnschuss, Simon. Warnschuss. Alter, Ede hat geschossen. Ede ist es. Okay, Simon ist es nicht. Eddie ist da drin. Okay, Simon ist es nicht. Ich bin's nicht. Ohne Scheiß. Das war eine 50-50-Chance. Budi schießt auf mich. Ja, okay, ist Budi. Budi schießt auf mich. Budi ist es.
Ja, er leugnet auch nicht. Ey, das ist so gemein. Ich kann nicht auf dich schießen, weil dein Bam! Was? Doch, ja. Buddy, sag mal, wie oft bist du jedes Mal, warum bist du so oft der Bösewicht? Ich war erst zweimal der Bösewicht. Kannst du dir mal einen Skin auswählen, den ich sehe? Weil du siehst einfach, du bist ein riesiges Errorschild. Ich weiß auch nicht, wo deine Hitpoints sind. Ich bin eigentlich Rick. Sorry, Simon, aber Vertrauen ist nicht mehr. Du hast dich verdächtig verhalten, deshalb habe ich geschossen. Ja, aber wie habe ich mich denn verdächtig verhalten, damit ich mich vielleicht in deiner Nähe anders verhalte nächstes Mal? Naja, was genau war deine Ansicht nach? Ich war es ja offensichtlich nicht. Also, was genau war für dich verdächtig? Naja, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich schieße jetzt auf jemanden, warst du der Erste, der keinen Bock drauf hatte, dass man auf ihn schießt? Ja, exakt. Wieso habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf? Wo ist der Trader-Shop? Ich bin ja so mega dumm. Dankeschön. Wo ist der Trader-Shop? Okay, ganz kurz, Leute, ich bin innocent, ich bin mit Eddie zusammen. Wenn ich gleich tot bin, wisst ihr, Eddie ist es. Man muss dann aber auch Trader sein. Ich habe noch nicht meine Waffe aus einer Crowbar. So, jetzt habe ich auf F3 ist es nicht der Trader-Shop, oder was? Da oben ist noch jemand. Ich will jetzt auch mal einen Freund haben, der mit mir zusammen Abenteuer erlebt. Simon, bleib mal stehen. Ja, wir können ja Freunde sein. Nils, warum von allen gerade du? Ich glaube, es ist wieder Buddy. Hallo Nils! Man muss einfach nur mal raffen, wie die Leute reden, wenn sie Gangster sind und wenn sie lieb sind. Ja, Buddy ist immer Gangster. Der sitzt irgendwo und snipt dumm rum. Ich traue Buddy auch null. Okay, lass es bestimmt wieder. Ich riskiere es. Ich riskiere es auch. Offensichtlich ist der Algorithmus irgendwie gecrackt worden und Buddy ist es einfach immer. Ich glaube auch, dass es Buddy ist. Ja, ich weiß, dass es Buddy ist. Ich bin's nicht. Aber wohl, Nils, ich trau dir halt auch nicht mehr, ne? Da ist echt Etienne, okay. Ich jetzt, irgendwie kann ich jetzt Ede nicht mehr. Ey, ist hier, immer zu vehement. Lass uns doch zusammenbleiben. Wir sind jetzt hier so ein Jagdgeschwader und gehen auf. Da wird geschossen. Wirklich? Wo? Ich glaube, da wurde geschossen. Wirklich? Nee. Ich schwöre es. Wo sind die Einschusslöcher? Doch, hier. Also, da an der Wand. Okay, dann muss das Buddy gewesen sein. Okay, wir müssen Buddy jagen. Aber ich weiß nicht, wo. Es muss irgendwie von der anderen Seite sein. Ja, Buddy snipert irgendwo rum. Komm, wir müssen in Bewegung bleiben, sonst holt er uns weg. Bleibt in Bewegung. Ja, ich bleib in Bewegung, aber ich versuche ihn halt auch zu snipern. Aber ihr wollt mir nicht irgendwie helfen, ihn zu finden, ne? Wir lesen gerade Firefly. Nee, ich hab hier einen Sniper, also ich. Okay, Buddy ist es auf jeden Fall. Das wissen wir schon mal. Ich bin jetzt hier, ich suche ihn jetzt. Ich hole ihn mir. Ja, jag ihn raus wie eine Maus. Ja, ich mach das alleine, kein Problem. Ihr bleibt einfach stehen und wartet. Offene Jagen. Bis die Drecksarbeit getan ist. Ja. Nee, jetzt bist du böde. Da unten ist Eddie noch, oder was? Ja, okay. Pass auf. Wo meint sie? Also das ist mir hier zu unsicher. Der kann irgendwie wie so eine Spinne in so einem Trichter lungern. Wir müssen irgendwo sein, wo er uns mit seinem Sniper nicht erwischen kann. Er muss ja kommen. Lass uns doch in die Ecke gehen, oder? Also es ist ja schon mal ein Vorteil, dass wir wissen, es ist 3-1. Kann nicht so schwer sein. Ah, ich bin das! Ach so, okay, sorry. Oh Mann, seid ihr mega dumm. Ich dachte, das ist Buddy hin. Aber sehe ich aus wie Rick? Weiß ich doch nicht, Mann. Leute, nein, wir müssen zusammenbleiben. Aber es tut mir auch sehr leid, aber das war cool, oder? Wie ich da sofort reaktionsschnell... Ja, reaktionsschnell, weil keiner auf dich geschossen hat. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, aber ich habe doch genau das erwartet, dass irgendwo einer lauert. Und dann lauert da einer. Ich gebe auf. Dieses Spiel ist nicht für mich gemacht. Wo ist Buddy? Ich finde ihn einfach nie. Ist das lächerlich? Also wirklich. Wo bist du denn? Das ist das Lächerlichste der Welt. Echt. Wo? Was ist denn? Der Trader-Shop hat er sich so ein Ding gekauft. Wer hat einen Turret aufgestellt? Ja, natürlich, der Trader. Der Trader. Okay, ich mach das Turret kaputt. Es ist schon kaputt. Aber immerhin ist er da in der Nähe, nehme ich an. Naja, er war halt irgendwann. Ja, irgendwo, ja. Okay. Also er muss ja innerhalb der Zeit hier Action machen. Schafft er nicht. Ey, das ist nicht mehr zu fassen. Da, ich sehe ihn. Wo? Ich kann es nicht beschreiben. Draußen, draußen auf dem Feld. Ich habe dich gerade gesehen, Eddie. Nicht erschrecken, wenn du mich gleich siehst. Ich habe ihn gerade gesehen. Da ist er. Wo ist er? Treffer. Wo ist er? Ah, nein, du schießt auf mich. Wo ist er denn? Na, du schießt auf mich bei Monopoly. Du schießt... Okay. Nein, ich schieß nicht auf dich. Irgendwer hat auf jeden Fall gerade in diesem Moment auf mich geschossen. Da. Bist du das, Simon? Alter, sorry. Gerade auf mich geschossen. Sorry. Ey, der hat doch auf mich geschossen. Ich schieß auf Buddy. Ey, ihr seht's doch, von da hinten snipert doch jemand rum. Ja, unten. Ja, im Schatten. Seht ihr's, du hast recht. Ja, dann ich war direkt darüber, das wusste ich ja nicht. Dann tut doch mal was. Ja, einer vielleicht von der anderen Seite, anstatt drei durch die Öffnung. Nils. Ich hab ihn doch gekillt. Macht euch mal keinen Stress. Ich hab ihn gekillt. Ah, sehr gut. Ihr seid so schlecht. Sniper-Elite. Offensichtlich immer Buddy. Ich,
Jetzt kann das nicht sein. Er kann es jetzt nicht sein. So, wie kommen wir jetzt in dieses Menü? Als Trader könnt ihr auf C drücken und da habt ihr das Trader-Menü. Also nur, aber nur als Trader. Okay. So. Bin ich ja nie. Ich bin auch nie Trader. Kann man im Preparing schon Waffen aufsammeln? Ja, ne? Mhm. Ja. So, in 10 Sekunden ist Budi wieder. Halt dein Maul, ey! Echt jetzt? Halt dein Maul! Ich glaube auch, dass es wieder Budi ist. Aber es ist immer so. Budi. Also, wenn wir eins gelernt haben, dann ist es immer Budi. Ich bin halt nicht. Ich bin's halt einfach nicht. Okay, pass auf. Ich bin's auch nicht. Ich bin hier mit Simon. Wo? Sag, wo wir uns treffen. Ich bin mit Simon in der Ecke. Unten in der Ecke, ganz unten in der Waffenecke. Was ist denn da? Waffenecke ist Simon und ich. Wie Simon mit der Shotgun verdächtig steht. Ich komme runter. Ich bin unschuldig. Ich komme auch. Ich komme auch in die Unschuldigkeit rein. Simon, bist du. Was denn? Jetzt hör mal auf, immer zu denken, was ich irgendwie. Okay, seid beim Polizeiauto. Ich komme zur Polizei. Was machst du denn, du Spacko? Ich habe einfach eine Waffe aufgesammelt. Warum du hast einfach Kopf? Weil du auffällig warst. Indem ich jetzt mal, du hast ja recht gehabt, dass ich Trader war, aber ich habe einfach nichts anderes versucht, als eine Waffe aufzusammeln. Ja, weil du vorher im Trader-Menü warst. Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach versucht, du hast mir einfach aufgeschossen, weil ich Probleme mit der Bedienung hatte. Das ist die Realität. Du hast einfach nur Glück gehabt. Accidental Genius. Mann, da war ich einmal Trader. Jetzt kann ich nichts machen, wenn der Typ in der Nähe ist. Ich dachte, du bist im Trader-Menü. Du warst auf jeden Fall irgendwie im Menü. Ich finde es voll dumm, wie man hier Waffen aufsammelt. Ne? Es kommt kein Geräusch, du läufst drüber, du hast sie. Es sei denn, du hast zwei Waffen, da musst du eine von wegwerfen vorher und dann drüber laufen. Und das du siehst ja immer rechts, siehst du ja immer die Waffen, ja, wie die angezeigt. Nee? Es ist so lächerlich. So, ihr Lieben. Ja. Es ist an der Zeit, dass die Unschuldigen sich versammeln. Ja, ja. So, wo seid ihr? Wir treffen uns. Ich gehe zum Half-Life 2. Poster. Poster ist noch. Ja, rechts in der Ecke. Ich komme, wir treffen uns. Ich komme auch. Wo ist das Half-Life-Poster? Ist unterwegs. Budi, kannst du dich mal in der Mitte Skin ändern? Wo ist denn das? Hab ich doch gemacht. Du bist einfach ein riesen Error-Schild. Ey, wenn ich jetzt so bin, dann war es Nils. Umgekehrt war es Budi. Ich bin im Menü. Ich bin schon beim Half-Life-Poster. Ey, Matthias! Ey! Scheiße! Eddie ist Sally! Komm doch her! Was? Falling Damage? Da kommt doch! Ich dachte, es gibt kein Falling Damage. Scheiße. du bist der Hammer, Budi. Komm, Bud. Eddie, lauf doch mal ins Feuer, bitte, was ich da gelegt habe. Für dich, ne? Bitte nicht? Scheiße, ey. So schnell wird es zu einem One-on-One, ne? Ja, echt, ne? Ey, wie Ede mich auch direkt am Anfang der Runde gekillt hat, während ich noch erkläre, warum es assi war, dass er mich in der letzten Runde gekillt hat. Stimmt, du bist einfach still geworden, ne? Ja. Ich meine, jetzt darf man ja drüber reden, nehme ich an. Wo bist du, Fucker? Oh, das wird langweilig. Ich sehe es schon, das wird langweilig. Wo bist du, Fucker? Wo bist du? Nicht mehr viel Zeit, ne? Wo ist denn die Zeit? 3 Minuten 39. Also, was? 3,5 Minuten noch? 2,5. Nee, 3,5. Echt? Bei mir steht 3,18. Ja. Wir werden demnächst mal mehr Spieler einladen, ich finde auch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer Buddy ist, auch irgendwie nicht so. Dann müssen wir aber auch ins Teamspeak gehen, ne? Das können wir in der Werbung dann versuchen. Ja, genau. Mann, wo bist du denn, Alter?
ihr beiden, ey. Ein Getänzel um nichts. Vor allem, wenn man euch beide das sieht. Nicht. Warum geht das nicht? Ein Getänzel um nichts. Geht das hier nicht? Ja, toll. Ja, dann müssen wir gleich in Teamspeak gehen, ne? Oh, das ging dann plötzlich doch sehr schnell. Da ist er. Nicht schlecht, Ede. Okay. Ede und Rudi, bisher die einzigen erfolgreichen Verräter. Naja, Menschen der Welt. Ja, wie laden wir denn neue Leute ein? Wie soll das denn vonstatten gehen? Weiß das einer? Nee. Ja, Pumuckl kann wahrscheinlich welche dazuschalten. Also Pumuckl, wenn du das hörst und Lust hast, du könntest auch mal eine andere Map machen. Ja, bitte eine andere Map. Eine andere Map und ein paar Leute einladen. So. Wir müssen glaube ich, mal Werbung machen, glaube ich. Oder ja, machen wir das doch. Machen wir kurz einen Break und checken das mal ab, dass wir eine neue Map machen und dass ihr irgendwie auf den Server kommt. So, ne? Bis gleich. Eyo! Ups, was geht ab, Leute? Dienstag ist, hier kracht die Wand ein. Buddy und Nils sind noch für kleine und sehr kleine Männer. Wir haben eine neue Map. Ja, wir haben eine neue Map. Und zwar ist es eine Minecraft-Map. Und ich weiß jetzt nicht genau, komm, du Drecksteil. Ja, komm, du Dreck. Wie man das machen kann, dass hier Leute auf den Server kommen. Boah, das ist auch ein netter Skin. Also ich bin hier schon auf dem Server drauf. Seid ihr auch drauf, Jungs? Wir sind auch drauf, ja. Aber Pumuckl spielt jetzt noch mit. Der hat sich quasi so reingeloggt. Der hat auch sehr viel Geld. Der hat 932.630 Dings, Kirchendinger. Kirchendinger? Ja. Ja, ich check mal, ob ich Pumuckl noch erreiche, aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob er mich über. Ich habe doch auch jetzt Team-Chat. Sonst, ich kann natürlich einfach. Hörst du mich? Pumuckl bitte an die Landungsbasis reporten. Hallo? Ingame-Sound oder was? Ja, ich weiß nicht, ob es. Nee, ich glaube, das wird nicht gehen. Der ist im Team-Chat. Wir könnten natürlich einfach diesen Link. Ich bin hier direkt vor Pumuckl. Wir könnten ja diesen Link einfach. Ja, geil! Diktieren. Soll ich das machen? Ja, geil! Hallo Pumuckl! Wieso hörst du? Kannst du uns auch hören? Wie machst du das? Ja, hab ich gemacht. Hab ich gemacht. X ist Ingame-Chat. Pumuckl, kannst du uns hören? Hallo, Pumuckl, hörst du mich? Ich höre ihn aber nicht. Ich höre ihn auch nicht. Der hat gerade eben kurz was gesagt. Aber jetzt ist Ach, über Teamspeak kannst du es nicht hören. Ja, über Teamspeak habe ich gerade versucht reinzukommen, aber da müssen wir die Mikros umbauen. Das hat gerade nicht gepasst. Warte mal kurz. Ich weiß nicht. Benutzt der Voice-Chat? Der ist im Teamspeak halt. Aber unsere Mikros sind ja leider anders gemappt. Hallo, hallo. Das ist unser Problem. Hallo, hallo. Ja, Also, mich kann man hören. Lo. Ich habe mich vielleicht auch. Ja, nee. Habt ihr die Taste belegt? Jetzt vielleicht, warte mal kurz. Ich bin beim Teamspeak drin. Teamspeak müsstet ihr die Mikrofone des Kopfhörers auch benutzen, ne? Ja, genau. Alles klar. Habt ihr die Antenne runter, das Mikrofon müsst ihr runterziehen? Ach, fuck it, echt? Ist lächerlich. Dann komm mal im Teamspeak einfach in den Team Limited-Dings. Nicht in Teamspeak, er soll in Invoice, In-Game-Chat. Ist ja auch egal, ich diktiere jetzt einfach den Link und dann können Leute einfach mitmachen, die wissen, was mit diesem Link anzufangen. Also, ich diktiere euch jetzt, was ihr eingeben müsst. Den langen Link willst du eingeben? Nee, den will ich nicht eingeben, den will ich diktieren. Oh, okay, hallo Pumuckl. Ich kann Pumuckl jetzt hören, ich bin im Teamspeak also, drin. Genau. Connect, also ihr gebt einfach als Link ein. So steht es hier. Steam, Doppelpunkt, Doppelslash, Connect, Slash, 176.57.158.126, Doppelpunkt, 27015, Slash, Schwingschleifer, großgeschrieben am Anfang. Oh mein Gott. Raute, Alter, 345 Slash. Ist wie in der Schule ein Diktat. Ich wiederhole es auch nicht, denn nur die Allerbesten schaffen es daraus, auf diesen Server zu finden. So. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich schieße jetzt. Ja. Wo ist eigentlich Nils? Es wird sehr laut und sehr, sehr voll, mein Pumuckl. Aber jetzt, Eddie, hast du es gerade schon gesagt.
Und komischerweise ist mein Mikrofon gerade gestorben. Ey, es ist so lächerlich. Es ist einfach aus. Jetzt vielleicht? Hallo? Pumuckl kann schon wieder nicht hören. Ist das alles wirre? Ich bin jetzt, glaube ich, mit Pumuckl zusammen irgendwie im Teamchat. Echt? Und? Seit wann schon? Hallo? Hörst du mich? Auch über Teamspeak oder was? Okay, ja, ich habe es jetzt gerade auch, ich habe das repariert für euch. Wie hast du es repariert? Nein, ich habe nichts repariert. Ich habe einfach mein Teamspeak angemacht. Euer Teamspeak ist wahrscheinlich nicht an. Ich habe es auch an, aber mein Mikrofon klappt Teamspeak wieder nicht. Es ist so lächerlich. Tapp mal raus, mach Teamspeak an, dann müsste es eigentlich gehen. Ja, aber Teamspeak bringt uns ja nichts. Ja, doch, weil nämlich RocketSpeak da irgendwie. Dann kommt ihr zu Pumuckl schon mal. Und der kann uns den Rest erklären, oder? Nicht? Nein. Ja, doch, halte ich doch, für kannst total du. Sinnvoll. Aber ist doch check, jetzt check. Eh zu spät. Jetzt nicht meckern, ne? Einfach machen. Einfach wir müssen machen. Ja auf diesen Teamspeak-Server da noch alle Test. Drauf. Am Ende. So, ich mach das jetzt, wie ihr es sagt, weil ihr zwar Idioten seid, aber, aber wahrscheinlich ist RocketSpeak auch schon einprogrammiert in deinem Teamspeak. So, ja. Was machen wir denn jetzt? So. Gut. So, ich höre nichts. Pumuckl, sag mal was. Nicht an. Hallo, Etienne. Hi, oh, das ist aber leise. Mach ich hier ein bisschen. Red mal weiter. Zimmer bis 10. Hallo? 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt. Ja, sehr gut. Okay, ich habe ja das Dings diktiert, aber es hat kein einziger geschafft, auf den Server zu kommen. Oh Gott. Ansonsten hätte ich noch welche, quasi in den Startlöchern. Ja, dann make it. Klar, make it. Hättest du schon längst machen können eigentlich. Also ist kein Vorwurf, ich sag nur... Ohne Absprache läuft das nicht. Ja, ich dachte, du guckst den Stream, wir haben doch gesagt... Willst du bei uns arbeiten, ey? Okay, es geht los, ne? Ich bin innocent. Okay. Ja, ich bin schon tot. Ja, die anderen kommen gleich in den Channel hoch und dann. Alles klar. Kurze Frage an die Regie. Haben wir den Sound aus dem Teamspeak? Ja, ne? Eine Sache für euch, bevor jetzt richtig loslegt. Wir haben jetzt Simons Rechner angegriffen, das kommt Sound her. Und dann haben wir auch den Gast. Allerdings ist es so, Simon, musst du bitte deine Kollegen aus dem Studio muten im Teamspeak. Sonst kriegen wir Delay, verstehst du? Mhm. Das schafft er niemals. Danke. Mhm. Kriegt der Simon nicht hin. Denn der Simon ist ein bisschen blöd! Tatsächlich, bist der Buddy ist schon gemutet bei mir. Und ansonsten habe ich hier noch Julia und Pumuckl. Julia bin ich. Ah, du musst nur Julia muten. Okay, Julia ist gemutet. Ja, die ist Julia also, alles klar. Ja, ich bin mit Nils hier. Nils ist es! Du bist Nils es, Alter, du ballerst auf mich, du Schwein! Du bist so krass, ich bin abgehauen! Ey, hau ab, Eddie! Eddie ist so krass. Eddie ist einer von euch hat mich gerade gekillt, während ich in dem fucking Teamspeak-Menü war, ihr Spacken. Okay, ja, Eddie. Noch assiger geht's wirklich nicht. Es ist Nils. Wer war's jetzt? Es ist Nils. Nils, hast du mich ernsthaft getötet? Ich darf immer nichts mehr sagen, ich bin tot. Ich sag dir jetzt. Die Runde ist vorbei. Achso. Ich will jetzt wissen, wer es war. Und natürlich war es Nils. Natürlich war ich das. Aber ich sehe doch nicht, dass du im Menü bist. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nils, du bist so. Darum ging es, Mann. Wieso hab ich dich denn nicht erwischt? Das war ja mega dumm. Alter, warst du gerade. Unfassbar. Was ich glaube, was du warst? Ich war Terrorist gerade, ja, genau. Man hat dich gerade davor. Okay, wir haben ein paar Spieler mit dazu bekommen. Also jetzt mit am Start Riku. Wachfeucht. Okay, hier sind ganz viele Typen. Ich bin im Knast hier, ich komme nicht raus. Na, lass den mal ruhig da. Okay, ich muss. Kann mich jemand aus dem Knast holen? Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, danke. Das war so dumm. Haben wir gewonnen? Das ging ja schnell. Ja, das war sehr dumm von mir. Ich dachte, die halten mich so blau. Du warst Schurke? Ich war Schurke und hab Buddy gekillt. Und dann waren zwei andere da. Personen auf den Server joinen. Es gibt immer Chaos. Es gibt, ja, so ist das halt, ne? Ja, aber das Chaos kam von mir. Okay, das gleiche gilt für Unternehmen. Aber es gibt zwei, ne? Oder? Ich dachte das, aber scheinbar ist die Runde vorbei nach einem. Je nach Mitspieleranzahl. Ich glaube, Pumuckl, ja, weißt du das? Sind das jetzt mehr zwei? Werden. Zwei Trader, bitte? Ja, ne? Ja, das steht auch immer unten links im Chat, wenn die Runde beginnt. Ah, okay. Alter, sehr ey, gut. Alter, es stinkt hier auch immer so krass, ey. Nach was? Nach Traitor? Furz? Ja, nach, aber vielleicht noch einer von uns war der Furzer. Einer hat gefährdet. Wer war der Furzer? Also ich bin nicht der Furzer. Von mir, wir können es ganz klar orten. Bei mir kommt es von rechts. Ist ja logisch. Alter, Coldfire ist hier in der Ecke. Rechts. Sag mal, Pumuckl, nur mal rein theoretisch, ne? Mhm. Ich wäre Detective. Was kann man denn als Detective so machen? Als Detective hast du auch das C-Kaufmenü. Jetzt gibt's ja auch Detective. Das ist wie damals auf dieser Minecraft-Map. Ich kann dich nicht hören. Ja, nochmal. Und als du hast standardmäßig ein Item mehr als alle anderen. Damit kannst du eine frische Leiche anpingen. Und dann wird dir in regelmäßigen Abständen okay, wer ist der das? Mörder angezeigt. Aika.
Aika, bist du Kumpel? Simon, ich bin unschuldig, du auch? Ich bin hier in der Sauna und unschuldig, da wo Ede auch ist. Also du bist wirklich Hans unschuldig. Ede, sehr gut. Ede. Ist bei mir. Okay, ich bin bei Aika. Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Wie kann man den Mörder pingen? Mit welchem Item? Mit dem, ach Gott verdammt, wie heißt das? Naja, du kommst nicht hinter mich, Budi, du kommst Radar? Nicht hinter mich. Oh, nee, Alter. Nee, das besitzt du bereits. Das ist nicht kaufen, das ist okay, der Dwarf war das. Kreuz. Simon, du hast gesehen, ich bin's nicht, aber dahinter kam noch einer hoch und der muss es sein. Vorsicht, da ist noch einer. Hast du ihn noch gesehen? Ich hab M16, warte. Ist er tot? Nee. Mhm. Vorsichtig, ne? Also der hat den Detective Eddie getötet, das heißt, der muss hier sein. Vielleicht ist er auch tot. Der Detective Eddie war aber auch gerade im Menü, einer. Ne? Sagt der Detective Eddie nur mal so nebenbei. Also ich bin definitiv kein Traitor. Nee, also wir beide, wirklich, für uns beide können wir uns verbürgen. So, dann müssen wir einmal kurz gucken. Definitiv tot ist Eddie und Dwarfhoist. Das sind die zwei Leichen, die hier sind. Das heißt, mindestens ein Traitor ist noch unterwegs. Wie kommt man aus dieser Kacke hier raus? Oh, das macht mich wahnsinnig. Budi, wollen wir zusammenbleiben? Ja, wir bleiben zusammen, Alter. Okay, dann geh wieder hoch, ja? Okay. Da! So. Guten Tag, hallo. Sind denn inzwischen auch die anderen Spieler im Teamspeak? Codefire kümmert sich gerade darum, dass die Namen nach reingezogen werden. Geht's hier raus? Ja, okay. Sonst sind die Namen die gleichen, sonst kann ich sie auch hochziehen. Ja, ne? Ja, einfach bitte anschreiben, damit wir wissen, wer ist. Okay. Das ist ja ein. Das ist ja voll verwirrend. Genau, Keine Ahnung. Budi, jetzt bist du irgendwo anders. Achso, du bist. Ja, ich verschieb die gerade. Ja, lass mich dich. Es gab schon zu viele Menütode. Ich will dir helfen. Wo bist du? So. Da steht er. Sieht auch sehr gut aus. Das gibt's. Bitte mich mal kurz anschreiben, bitte nur die Spieler im Teamspeak. Budi ist mein Name da. Budi, guck dir das kurz mal an. Ja. Das bist du im Menü. Das ist super. Das ist super. So, Codefire ist im Teamspeak. Hello. Andi. Hallo, Andi. Ja, Rico ist am Start. Dwarf ist. Guten Tag, Axel. Moin. Moin. Wer von euch ist Traitor? Nicht schlecht. Das ist ja geil, Buddy. Ja. Und keiner hat geantwortet. Andi, bist du Traitor? Könnt ihr uns überhaupt hören jetzt? Ja, ja. Okay, sehr gut. Perfekt. Das ist schwierig. Wir kennen eure Stimmen noch nicht. Ich lieber gar nichts mehr, weil ich hier. Naja. Ach, weil tot. Stimmt, Dwarf ist tot. Wer tot ist, darf nicht sprechen. Genau, Simon, ich bin bei dir. Ne? Also, okay. Dwarf ist runter. Andi, alles ist dabei, okay. Sag mal, vielleicht ist Andi alles auch tot, ey. So. Corps, Walk, also, wo sind die denn überhaupt? Ey, Budi, wir müssen hier mal rauskommen. Wir sind irgendwie gefangen. Was das hier ist, ist eine. Nee, nee, das ist ein Creeper, ne? Ja, der einfach nur ein Creeper steht. Ich raff's nicht. Muss man hier. Wie kommt man hier weg? Das ist ja, ein riesiges Gefängnis. Ja. Minecraft ist ein riesiges Gefängnis. Siehst du? Und diese ganzen Portal, Dinger gehen hier auf. Was ist das? Oder muss man hier irgendwo. Pumuckl, muss man irgendwas drücken, ne? Bitte? Muss man irgendwas drücken, um weiterzukommen? Nee, wir kommen hier nicht wirklich raus. Ihr müsst nur den Traitor umnieten. Ja, das ja, wir kommen auf der Map, meine ich jetzt. Aus diesem Gefängnis nicht raus. Ich auch nicht. Aber ich sehe euch nicht mal. Pumuckl, kannst du mir Credits geben? Boah, das muss 12 Meter gehen. Kannst du mir Credits geben, damit ich mir einen geilen Skin kaufen kann? Okay, Simon, ich bin bei dir. Coldfire, Coldfire, was mit Coldfire? Ey, bleib stehen. Alle sind solo. So, Coldfire, warte mal. Coldfire, okay. Coldfire. Ja. Also, wir beide sind es nicht. Ich komm zu euch, ich bin sie mir auch nicht. Coldfire, da ist er. Guten Tag. Guten Abend, Coldfire. Wir beide sind es ganz sicher. Wie heißt du denn in echt, Coldfire? Terrorist? Gary heiße ich. Gary. Aha. Oh, dein Apparat ist es. Ich bin unschuldig. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du unschuldig bist. Ich bin unschuldig, ich schwör's. Ich weiß nur nicht, wie ich hier rauskomme. Simon, Coldfire zielt mit der Shotgun auf deinen Arsch. Ich hab's gesehen. Wie kommst du denn zu? Okay, ich brauch noch 3500 mehr für Kylo Ren. Ist so schlecht. Du bist so schlecht, ey. Echt, Eddie, ey. Ja, wenn dann richtig. Du bist so scheiße, echt. So, also ich schwör, ich hab einen Thermaldetonator in der Hand. 95.000 oder so. Ein Thermaldetonator. Was machen wir jetzt? Ja, wir sind in einer Paz-Situation und Nils da hinten, der freut sich einfach. Nee, Nils, checkt nicht, wie er hier rauskommt. Dann lass uns Nils doch von seinem Leiter lösen. Wir müssen schauen, ob irgendwas passiert ist. Okay. Boah, geil, jetzt, du bist der King. Ey. Wir müssen schauen, ob irgendwas passiert ist, hat Coldfire gerade gesagt. Gut, Coldfire, dann gehst du vor. So, ja, wieso okay, dann geh ich mal vor. So, Simon, du weißt Bescheid, ne? Ah, ey, da kam Blut. Coldfire. Ja, das war ich runtergefallen. Und ach, ist ein Witz, echt? Geht denn das nicht? Das ist ja lächerlich. Na gut. Das ist ja wirklich lächerlich. Coldfire, ne? Das ist also, okay. Hast du die Sachen gekauft, die Tieren? Gary, ich versuch's. Immer wenn ich Yes mache, are you sure you want to buy Kylo Ren?
bin ich wieder nicht Kylo Ren. Du bist. Was hier los? Mir eben kurz gucken. Ja, das kannst du erst machen, wenn du wieder lebst. Ah, okay. Ah, okay, ja, Simon, ich bin drin. Lauf da, hin. Lauf da auf die Tonplatte. Ist das ein Schalter? Und dann such den Aufgang nach oben. Ist das ein Schalter? Das wird verrückt. Okay, Alter. Okay. Ey, aber ihr seid alle weg. Wird man random irgendwo gespawnt oder was? Genau. Doch, Simon, ich bin's. Glück gehabt. Okay, dann, da geht's nicht weiter. Da war Sackgasse. Ja, lauf bis ihr so ein Höllental findet. Hier ist so ein Höllental. Also einfach nach oben irgendwo. Ich sitze übrigens im Gefängnis. Alter, okay, Aika liegt hier in der Lava. Ja, der war mit Held zusammen unterwegs. Der ist da in die Lava gesprungen, warum auch immer. Nils ist der Trader, Simon. Warte mal, gibt es nicht zwei Trader? Wir das sehr gerade? Einer ist schon tot. Gibt es zwei Trader? Einer ist schon tot. Ja, okay, einer ist schon tot. Nein, Trader. Also wir haben zwei gekillt. Ihr beide seid die Trader. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich der Trader bin. Wie schlecht, was ein schlechtes Schauspiel. Oh, der Trader sitzt im Gefängnis. Er hat es gerade ihm selbst zugegeben. Ich erlöse dich. Er hat selber zugegeben. Ja, dann. Also ich weiß nicht, ob das schlau ist, da jetzt hinzugehen. Ja klar, der hat keine Waffen, oder? Simon, wir kommen hier nicht raus. Wir finden das Gefängnis. Nein, Mann. Oh, Mann, das ist unfassbar. Redet ihr über Fußball oder über das Spiel? Nee, wir reden über das Wetter. Ah. Zum Kotzen ist das. Der Nils ist ein richtiger Sonnenschein heute. Sitzt du immer noch im Gefängnis und bin der Traitor? Ja, wir kommen hier nicht raus. Das will ich haben. Andi, bist du das? Mann. Oh, Alter. Irgendwer hat mich. Nee. Okay. Wer hat wen jetzt. Wer hat wen erledigt? Innocent Win. Ich weiß nicht, wer der Traitor war. So, nächste Runde. Ich weiß nicht, wer der Traitor war. Okay, sechs Zuschauer hier. Ich war der Traitor. Immer noch. Ja, du hast ja gesagt. Mann, aber ich brauch deinen Namen. Und ich konnte ihn in der Ecke mit dem Errorzeichen nicht erkennen. Also, Namen helfen tatsächlich. Hier sind ungefähr 20 Leute auf dem Server. Geil, ich bin Kylo. Wie hast du es jetzt immer mit was für einer Taste? F3, aber du hast kein Geld. Wieso hab ich denn kein Geld? Wieso ist hier eigentlich alles. Mir fehlt irgendwie ein Add-on oder so. Das, die ganzen Skins, für die das werden bei mir alles nur als Errors angezeigt. Die müssen die Workshop-Collection noch abonnieren. Ich finde das Spiel super. Und damit meine ich alle Spiele, die gerade stattfinden. Ich poste sie gleich nochmal eben im Chat. Also, du kannst du aufmachen. Oh, danke. Ich bin innocent. Wer ist da? Schurke, Vorsicht, Schurke bei mir. Ich bin innocent. Wer bist du das? Simon, Waffen holen. Wer ist Stein? Ja. Aika ist bei mir. Gibt's hier wirklich irgendwas Gutes überhaupt an Andy Waffen? Allies. Hm, nee. Können die. So. Keiner in der fucking Mitte. Gibt's doch nicht. Also hier, ne? Oh, immer mit der Ruhe, Andy. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ja, was? Oh, der eine hat geschossen! Einer hat geschossen! Ich hab den Namen nicht gesehen, ich muss mich in Sicherheit bringen. Boah, einer hat richtig geballert. Ich hab nur noch 3 Health. Ich weiß nicht, wer es war. Hier laufen eine Menge Leute rum. Ja, es tut mir leid, es ging so schnell. Ich bin unschuldig. Nee, Etienne ist es. Etienne ist es. Okay. Wo ist er? Oh Gott, oh nein, Hilfe! Oh, Herr Geher, ich hab einige mitgenommen. Coldfire oder was? Wer schießt denn jetzt hier? Simon, ich bin's nicht! Ich auch nicht! Humuckel auf Abwägen, ey. Schön. What the fuck? What the fuck? Nee, komm zu mir rein! Ich bin tot. Ich meinte Booty. Der ist hier. Du bist ja Detective sogar. Ja. Okay, Detective. Nee, ist nicht verdient. Das ist, ja, nach. Oh, Mann. Wo ist Eddie, du bist tot oder was? Nee, wer ist tot hier? Ich bin tot. Unfassbar. Wie soll man denn hier rauskriegen, wer der Böse ist? Coldfire? Rico hat gerade noch auf mich geschossen, als ich einen anderen Trader getötet habe. Ja, das sagen sie alle. Ja, ich habe Aika getötet. Die kannst du sehen, wenn du Tab drückst. Rico! Okay. Down? Ja, hat sich selbst gesprengt. Rico war Traitor. Rico ist confirmed. Der letzte. Humkul easy, Bimon easy. Okay, ich hab jetzt Eddie revived, aber das war dumm. War Eddie der Traitor? Aber jetzt bin ich innocent. Ich finde ja, der nette Erich ist so ein bisschen verdächtig, weil er keine Waffe hat. Bitte erklärt dem Booty, dass wenn man revived wird, dass man dann nicht als Terror revived wird. Nee. Bitte sagt ihm das. Ich bin Booty. Kylo. Du hast mich doch selber revived. Was macht das denn für einen Sinn, wenn du mich jetzt abschießt? Ja, ich weiß es ja nicht. Vielleicht bist du. Guck mal, wir sind hier nur zu zweit. Wenn ich Traitor wäre, könnte ich dich jetzt killen, ohne irgendwas. Aber ich bin innocent, deshalb mach ich es nicht. Außer es ist dein Traitor-Kollege. Nein, stimmt. Hallo. Ist er aber nicht. Bin ich halt nicht. Achtung, da oben ist einer, Hinter dir, da wo der Schatz. Dwarfus. Wie viele sind denn noch am Leben? Woher weiß man, wie viele noch am Leben sind? Ja, da sind so viele Farben. Moment.
Dwarfish guckt sich die Leiche an. Wie kann ich das nochmal sehen? Achtung, Han Solo, Achtung, Beamon, Beamon badly wounded. Was denn? Ich bin doch schon die ganze Zeit mit Bully. Irgendjemand hat geschossen. Ja, ich habe auf Aussehen auf die Leiche geschossen. Badly wounded, als er dich abgeschossen hat. Alter, oh, warum? Was? Wer hat mich geschossen? Nee. Warum hat er wild in der Gegend rumgeballert, während er innocent war? Wo seid ihr denn überhaupt hin? Ich war gerade eben schön bei euch sicher und dann seid ihr da. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich raff gar nichts! Ich raff das, was gerade passiert ist, auch nicht. So, wie kann ich denn so ein Visual... ich mach dein Meat Shield. Ja, mache. Okay. Wo seid ihr hin? Okay, also, Eike war ein Terrorist. Das hab ich jetzt herausgefunden. Okay. So, was ist jetzt hier los? Das kann ich doch bestimmt auch machen. So. Warum? Simon war innocent. Was geht hier? Humukel war innocent. Und Eddie? Eddie war innocent. Eddie war ja wirklich innocent. Aber warum hast du mich dann getötet? Hab ich ja gar nicht. Eddie hat mich getötet. Nein. Ja, wie kann ich denn diese... Der stand ja unten. Eddie killed. Das könnte unter Umständen. Wie krieg ich diese Skins? Weiß das einer? Ich diese komischen Skins. Macht's nicht besser. Und der Klassiker war auch innocent. Das heißt, einer, der nette Erich... Oder ja. Dwarfhouse. Einer von euch beiden ist möglicherweise der Traitor. Okay, also, Dwarfhouse? Alter, ist das ein Witz. Woody ballert auf Alter, das ist ein Witz. Woody hat ihn umgeschossen. Wo ist er? Wo ist der fucking nette Erich? Der nette Erich ist nicht fucking nett! Alter. Nein, nice, Woody. Echt? Der nette Erich. Der nicht schlecht. Schlecht, der nette Erich. Guck mal, ich bin Serial Traitor. Etienne ended 3 innocent lives. Ja, das geht nicht, ey. Du bist bestraft, du. Jetzt hast du nur weniger Damage. Vielleicht habe ich ein paar Innos umgebracht. Nee, ich war ja Traitor. Ach, du warst Traitor. Am Anfang, als du mich revived hast, bin ich als Innocent zurückgekommen. Raff's doch endlich. Ich raff gar nichts. Ich bin im Gefängnis. Falls das das macht sogar keinen Sinn hier. So, könnt ihr euch das mal angucken? Ich hab hier nur... Ich brauch erst mal Scheiß Waffe, Mann, was ist das? Das lasse. HV? Wer ist da? Wer ist hier? Nein, ich hab nur so riesige... Egal, ich beweise mir, dass du Innocent bist. Ach so, die Fehler oder was? Texturfehl. Ja. Kannst ehrlich, du den Link nochmal posten? Ich weiß nicht, wie man das hier öffnet. Zu dem Workshop. Sehr böse. Selbst wenn du Trader bist, ne? Fände ich es jetzt cool, wenn du mich nicht umschießt, weil ich dich trotzdem rausgelassen habe. Ey, Andi! Andi! Wird nicht passieren. Ey, sonst könnt ihr nicht einfach vielleicht zumindest ihr drei die Standard-Skins nehmen, damit mir mein Problem nicht so... Das habe ich schon versucht. Ihr wisst das ja, könnt ihr vielleicht einfach normale Skins nehmen. Alter, da sind ja richtig viele neue Spieler dabei. Enterfuß. Alter, nicht schießen! Nein, 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 nein! Wer schießt auf mich? Ich bin. Ey! Ey, ey, ey! Schrei doch nicht so! Oh, ja. Oh. Okay, alle Leute, die jetzt hier in meiner Nähe waren, waren es nicht Riku. Und vielleicht sogar. Ich bin hier bei Coldfire. Eika. Ich bin bei Coldfire. Ich bin Detective. Ich bin bei Coldfire. Oh, wer schießt auf mich? Ich bin bei Coldfire. Und ich sehe der nette Erich. Ich sehe Steinofenpizza. Ich sehe Beamon auch nicht. Und da oben. Okay, wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Wer ist der Böse? Also der einer von uns muss es sein. Irgendeiner ist böse. Ich bin's nicht, Leute. Wie alle Leute, die den Stream snipen, auch wissen. Ich bin's nicht. Es ist ich wurde angeschossen. Die Idee auf die Schiene. Ja, wo da hinten drin war. Ja, ich wurde von der Sniper irgendwie angeschossen. Wieso nicht? Was kann man mit den Schienen machen? Da gibt's ein Traitor-Event. Traitor-Event? Wie aktiviert man das? Das ist nur ein Scherz! Das ist nur ein Scherz! Halt, Herbert! Ich glaube echt, Beamon ist es. Hä? Ich habe auf zwei Leute geschossen, die sich gegenseitig beschossen haben. Keine Ahnung, wer von denen der Traitor war. Eika, hörst du mich? Warum ist Riku badly wounded? Was ist denn da passiert? Bist du böse? Nein. Checkt mal bitte, ob wer von denen hier der Böse war. Ich habe mein Fadenkreuz direkt auf deinem Kopf, Eika. Wenn du auf mich schießt, bist du tot. Ich komme zu euch. Okay, ich glaube dir, ich glaube dir, ich glaube dir. Kann man jemand die beiden Leichen selber in Eika? Wenn du die Waffe weggeworfen hast. Nee, du kannst das gar nicht. Hey! Ah! Das gibt's doch nicht. Ede. Das ist geil, es ist Simon. Ich kenne dein Schauspiel. Alter, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Du bist der inkompetenteste Mensch an diesem Tisch heute. Und ich bin schon sehr inkompetent. Hallo, der war verwundet. Ich hab ihn nur geholfen. Du warst schon wieder so auffällig. Ey, Alter, du kannst es nicht einfach so sagen. Es ist ein Spiel, du siehst nur irgendeinen Avatar. Ja, aber du redest anders, wenn du bist komisch. Ich mach's doch nicht. Du kannst es nicht als Beweis nehmen, weil es doch nicht stimmt. Ist ja egal. Da haben aber zwei aufeinander geschossen und einen davon habe ich gekillt. Ich weiß nur nicht, wer war. Und ich wollte es dies nachprüfen und keiner wollte.
Unfassbar. Ich versuche schon gar nichts mehr zu sagen. Weil man sich eh nur verdächtig macht. Es ist, sind zu viele Leute, es ist voll schwer, da irgendwas zu machen. Ah, Gott. Ah. Du darfst auch nicht mehr reden. Ey. War, was? Es sind so viele Leiche. Es ist alles schlimm heute. Peter ist auch tot. Ey, nee, ich glaube echt, Simon ist hier der... Mann, bitte checkt meine Leiche, Leute. Ich ertrage das nicht mehr. Diese Ungerechtigkeit. Wieso redest du überhaupt, wenn es eine Leiche von dir gibt? Ja, gut. So. Ah. Aha. Fallschaden ist echt ein bisschen böse. Ah, okay, nee, hier ist Bimon, sorry. Tut mir leid, ich nehme alles noch zurück. Vier Leben. Einer ist missing in action. Das ist hier ist gerade eine Schrot gegangen und da war ich nicht. Ich bin tot, mein Körper war noch nicht. Ich habe eine Schrotflinte, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, ich auch. Deswegen liegt der tot rum. Kennt man, ne? Kennt man. Ja. Was schade ist. Was ist eigentlich das hier? Hallo. Ach, Mann, oh Meter, Peter. Was war das denn? Also unseren Ersatzdetektiv hat es gerade erwischt. Ich darf nichts sagen. Wer lebt denn überhaupt nicht? Also das ja, vielleicht einer sollte doch kommentieren wenigstens, oder? Ja, aber es ist halt schwer zu kommentieren, wenn... Sinovo und Spoiler sind die einzigen, die noch leben. So viel können wir doch mal sagen. Ist das richtig? Nee, wir dürfen wirklich nichts sagen. Aber das ist die Information, die ihr seht. Alles fucking gleich aus. Hätte man nicht irgendwie zwei, drei andere Steine hinbauen können? Vielleicht können wir gleich eine andere Map nehmen, wenn wir so viele Leute auch sind. Keine andere Map. Die Map ist auch so. Ja, sie ist halt so verwinkelt. So große, offene Maps finde ich irgendwie lustig. Bisschen problematisch. Oder? Ja, hi. Hallo. Wie kommt man da hin? Ja, das wüsste ich so wohl gerne. Ja, wüsste ich tatsächlich gerne. Ja, das werde ich dir nicht verraten. Das habe ich befürchtet. Okay, jetzt wird's aber kiebig. Zwei Lebende noch. Das ist ja mehr, als ich gedacht habe. Moment. Könnt ihr mal die anderen Leichen da so untersuchen? Hey, Fälte-Kollege, komm mal her. Ich habe hier theoretisch, glaube ich, irgendwo noch ein Spielzeug, womit wir den da rauskriegen. Ich weiß nicht, wer Traitor hier ist. Keine Ahnung. Oh Gott, ja, ist egal. Wir haben nur noch einen und der weiß, was los ist. Das ich bin im Bilde. Leg los. Was war das? Das war eine Disco. Boah. Ich glaube, du kannst nicht, so viel gegenschießen, wie du möchtest. Ja, ich frag mich gerade, wo mein Teleporter hin ist. Was macht ihr denn? Warum geht ihr da nicht einfach rein? Geht nicht. Weil du da nicht reinkommst. So. Aber wenn er der Böse, ist er der Böse oder der Gute? Ich bin der Gute. Die anderen beiden sind die Bösen. Ach, das sind die Bösen. Ja, aber warum killst du sie denn nicht einfach? Weil keiner durch das Ding schießen kann. Das wäre riskant. Wir sind die Guten. Naja, es wäre vielleicht ein bisschen riskant. Wer ist gut, wer ist schlecht? Man weiß es nicht. Ja, ich habe gerade versucht, irgendwie die Map zu durchfliegen, um einfach mal zu raffen, wie man da hinkommt. Aber wir machen gleich auf jeden Fall mal... Oh, okay. Eine andere. Aha, ja, ich sehe schon, der wird richtig... Ja, aber Pumuckl, ey, da musst du raus und die umwatzen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Sind die einfach dich da verkriechen jetzt 5 Minuten lang. Hör mal zu, hier gucken gerade 1 Million Leute zu. Das ist der Volksdruck hier. Da musst du was abliefern jetzt hier. Junge, komm jetzt raus hier, das ist doch nicht hier. So, wo krieg ich denn jetzt meine Skins her? Das Geile ist, ich finde ihn nicht, obwohl ich das Radar habe. Okay, hier ist das Radar. Da bringt ja nur alle 30 Sekunden. Ich bewege mich ja häufiger. Boah, ey. Wenn man außerhalb der Map fliegt, dann wird man blöde. Ja, ist ganz schlimm. Ugh. Man kann mit R außerdem in die First-Person-Version wechseln. Alle aktivieren? Nee, was ist das? Abonniert? Es gibt auch Third-Person? Alle aktivieren. Ja. Zum dabei Anschauen. Würde ich alle ihre ach so, scheiße. Ah. Nee. Auf R? Ah. Ah. Ja. Nee, nope. Nicht bei mir. R wie Cäsar. Okay. Leider nicht. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, dann Pumuckl. Ich irgendwie im Trailer weiß ich nicht, Google Maps oder sowas. Muss ich jetzt einfach mal um. Weiß ich, wo du bist. Irgendwie. Ich hätte gerne ein Navi. Hier, komm. Ist das ein Crossbow? Ist ja nicht zu fassen. Okay, ihr habt euch einfach mega verlaufen. Ja. Einfach. Wow. Da schreit einer. Den hast du doch nur halb getroffen. Das hast du nicht richtig hingeguckt. Der war voll drauf. Das ist aber aus. Oh, es ist echt ein mega Labyrinth. Ja, gleich machen wir auf jeden Fall eine offenere Map. Ja, diese Lego-Map will ich mal spielen. Diese, wisst ihr? Mit dem ja, Lego. Ja, der nächste Pause. Dann wechseln wir gleich auf Lego.
Die ist super. Ach, da gibt es nämlich auch diesen Lügendetektor. Und da kann ich dann mal reingehen, wenn ich innocent bin. Das ist Minecraft, glaube ich, oder? Das war das in Minecraft? Ich glaube, die Minecraft. Bam, ey. Oh, Innocence, oh, Pumuckl, Mann, ey, die Innocence. Neue Map, Pumuckl? Ja, kein Problem, wechseln wir. Machen wir Werbung, Reggie, oder nicht? Ja. Oder? Nee? Ich glaube, wir sind eingepennt. Hey, ey, was geht denn, Alter? Was geht denn, Regie? Wie geht's euch? Wollen wir Werbung machen oder nicht? Ja. Okay. Ich muss nicht, aber wir müssen jetzt. Wir müssen nicht, ja, wir haben noch 20 Minuten, dann können wir auch durchmachen. Ja, lass uns durchmachen. Machen wir so. Was? Okay. Dann machen wir eine kurze Werbung und dann können alle auf den Server joinen. Du kannst deine komischen Skins runterladen und dann geht's gleich hier weiter mit Terrorist in Terror Tank Dingskirchen. Da sind wir wieder. Hast du es mitgekriegt, Nils? Ja, gell? Dass wir wieder da sind. Wir sind die Einzigen. Ja. Keiner ist sonst hier. Ja, nur das stimmt. Dir. Ich höre mich doppelt im Teamspeak. Ich habe jetzt dank der Hilfe des Teamspeaks erfahren, wo ich die Dinger hier abonnieren kann. Okay. Aber ich muss alles neu starten und dann sind die Server voll. Ich höre mich doppelt. Ich muss da wieder raus aus dem Teamspeak hier. Muss ich mal irgendwie muten. Ja, danke für die Hilfe, Jungs. Ich muss mich muten. Ich bin sehr laut. Wer bin ich denn eigentlich? Da. Ja, ich habe gerade eben die Runde beendet für mich. Denn wir starten eine neue jetzt mit dir. Ah. Und allen anderen. Wie findest du denn bisher? Es ist ein bisschen chaotisch. Es ist natürlich schwierig, weil wir zu viert sind wir zu wenige. Ich fand die letzte Runde fand ich zum Beispiel richtig gut. Also die letzte Session, die wir hatten mit den Pete's Meets unter anderem. Die war richtig gut, weil es war genau die richtige Menge an Leuten. Ein paar kannten es, ein paar kannten nicht. Keiner vertraute sich. Und dann noch die andere Ebene über Teamspeak. Also, dass man manche nicht sehen konnte. Ja, wir das haben war ja ein guter Mix. Wir haben ja noch hier so zwei Zusatzplätze gebaut für das Civ-Event. Und eigentlich müssten wir die hier mal aufbauen. Und dann können wir das zu 8 hier spielen. Und dann können irgendwie noch ein paar andere mitspielen. Und das wäre, glaube ich, ganz geil. Left 4 Dead? Nee. Auch mal wieder. Das können wir auch mal wieder machen. Aber wir müssen das mal noch mit mehr Leuten in einer Reihe spielen. So, dass es so ein bisschen die gleichen Voraussetzungen sind. Ja, wir warten schon auf euch. Das Spiel geht los. Ja, also ich müsste Garry's mal komplett neu starten, um die ganzen Skin-Pakete quasi zu haben. Wie sieht das bei dir aus? Ja, genau. Warum hast du da so rote Klumpen? Ja, weil das ein Error-Skin ist. Hier alles ist Error-Skin bei mir, weil ich die Skins nicht habe. Und ich müsste Garry's mal jetzt neu starten und dann ist der Server voll und dann komme ich nicht rauf. Und das ist, glaube ich, ziemlich viel Verzögerung. Deswegen spiele ich jetzt hier so weiter die letzte Runde. Und ist das halt so einfach. Ich balle einfach auf alles, was ein Error-Skin hat. Das ist jetzt leider Schicksal. Ich bin übrigens ein Innocent, wollte ich nur mal sagen. Also ich bin auch Innocent. Also wenn ihr Lust habt, nicht auf mich zu schießen, okay, dann ich bin das Detective. Wie kann man da noch mal sein Detective-Menü anrufen? Hey, Rico, immer cool, immer cool. Immer cool. Was kann man noch mal machen als Detective? Hat man auch mit 10 Menü, genau. Okay, Nils ist Detective oder was? Ja, was? Kann ich Leute spotten und mit irgendwas? Weiß ich nicht. Sind alle da? Erich? Hells so, alle Innocents treffen sich. Ja, nee, alle da. Alle treffen sich in der Zentrale für Innocents. Wo ist die denn? Raider. Wo ist denn die Zentrale für Innocents? Ja, es gibt so einen Tester, wo man testen kann, ob einer Innocent ist. In einer der Kartenecken. Aber ich weiß nicht genau wo. Du läufst genau doch zu. Feuerwehr? Nee, ist es die Feuerwehr? In einer der Ecken war das. Und da gehe ich jetzt hin, meine Unschuld zu beweisen. Moment, bleibt alle cool. Alle cool bleiben. Du, bleib cool. Ja. Ah, das Everybody be cool. You, be cool. Ah, da ist es. Da, wo Buddy ist. Ist das? Das ist die... Kann ich jetzt hier C drücken oder was? Drück mal. Nee, passiert nichts. Was ist das? Ich glaube, es ist halt falsch. Das ist es nämlich nicht. Da steht ist. Bei der Polizei quasi. Da steht also die hier Polizei drauf. Bei der Polizei. Oh, wir haben schon gewonnen. Oh, okay. Hä, warum? Ist die Zeit aus oder was? Zeit vorbei. Jo. Ach nö, echt? Wir sind sehr schlechte Traitor gewesen, offensichtlich. Lang. Die Runden. Buddy, du Sau. Die Runden bleiben ja nicht für eure Werbung stehen. Nee, leider nicht, ne? Man hätte halt resetten können. Na, jetzt geht's ab hier. Jetzt sind wir voll dabei. Also, ein letztes Mal noch so anstrengend, die Bitte an euch. Vielleicht habt ihr Lust, Standard-Skins zu nehmen. Ich kann die nicht einstellen, ich kann nicht mehr auf Standards gehen. So. Das geht nicht mehr. Nein, gut, dann lassen wir das. Erstmal hier komplett um. Huch? Doch, das müsste aber gehen.
4 Traitor und 10 Innocent. Okay. Wow. Aber ich weiß nicht, wo das Standard-Skin ist. Genau, einfach den Terroristen-Skin. Warte mal, ich mach das mal. Ich mach mal hier. Holster. Alter, Simon. So, ich bin ich bin nicht mehr Kylo Ren. Ich bin jetzt. Komisch. Aber ich bin in Innocent. Ich auch. Ich bin auch Innocent. Und ich sehe Pumuckl auf Abwägen. Pumuckl auf Abwägen. Hi, Pumuckl. Wenn mir einer Rücken schießt. Ja, ich vertraue dir einfach mal. Mal gucken, wie weit mich das trägt. Oh, wer schießt, wer schießt, wer schießt? Hey. Hier ist ein toter T. Enter Fusion. Enter Fusion, schießt, soll ich ihn töten? Ich töte Enter Fusion. Ich hab ihn. War er tot? Ich glaube, ich nehme noch eine andere Waffe. Da läuft mir eine Pizza durch die Gegend. Was ist hier los? Die Negev. Du musst mit E die leichten. War Traitor, ja. Alles gut. Haben wir einen Traitor schon down? Ich glaube. Ja, einer ist down. Ja, zwei. Nice. Genau. Zwei sogar. Okay, also bin ich ja wohl jetzt verifiziert. Ja. Auf mich wurde geschossen. Nee, durchzählen. Bei mir waren aber auch Schüsse. Also ich bin ja verifiziert cool jetzt, ne? Weil ich den Traitor ja ermordet habe. Das heißt, auf mich könnt ihr euch schon mal verlassen. Den Traitor getötet haben, um das jetzt zu sagen. Hä? Ja, okay, du bist Traitor. Wer bist du? Ich bin Detective auf Franzheim. Dann untersuch mich doch. Oder untersuch doch die Leiche, dann wirst du es doch sehen. Oder sag einfach irgendeinen Namen. Der auch auf Moment, wer ist das? Alka, cool bleiben. Alka, gut, ich hab meine Hände gehoben. Ich hab gesehen, wie er Enter Fusion getötet hat. Wer? Ich bin mit Budi. Wer also, ich kann's bestätigen, doch. Was? Kult hat. Nils gesehen, getötet. Wie er Ente getötet hat. So, Böde? Seht ihr? Also verifiziert, cooler Typ. Ja. Böde hat jemanden getötet? Ja, den Traitor, Mann. Ja, den Traitor. Ach so. Budi schaut das alles so von der Ferne an. Ja, Budi von der fucking Ferne, hallo? Also, halt's Maul, ich bin mittendrin, ey. Okay, dann gehen wir jetzt, hier in den Apparat. Wo ist denn dieser Apparat, ey? Ist das der komm mit. Hier? Wo? Ich komm mit, Coldfire, ich folge genau dir. Genau in diese Richtung. Also ich hab eine scheiß Pizza in der Hand. Oh, ach so. Wie viel Beweis braucht ihr noch? Zwei Pizzen. Ja, so. Ja kann ich da nicht aufnehmen. Aber da ist der Tester. Ich versuche nur alle zum Tester. Hier, alle zum Tester. So, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich gehe jetzt hier rein. Da bin ich sehr gespannt. So, was muss ich machen? Auf Test me drücken. Wo? Das gucke ich mir aber an. Wo ist er? Okay. Alka ist innocent. So, ich muss nicht angeschossen werden. Wer? Was passiert hier? Ich muss weg! Wer war das? Alle waren geschossen! Aua, aua, aua! Dann Turret gestellt! Aua, aua, aua! Der schießt. Ja. Ah. Sag mal, Budi, ne? Das ist ja unfassbar, so dass du das wieder warst. Du bist so dreckig. Ja, Simon, komm hier, Ripper, Buddy und so. Und dann schießt mir bei der nächsten Spielung den Kopf weg. Ich frage mich echt, was bei dir schiefgelaufen ist, dass du das suchen kannst. Und dass du. Warum bist du das so oft? Ja, weiß ich das nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du bist es immer. Nein, ich bin's nicht immer. Weil irgendwann glaubt man. Nein, ich meine, du warst ja schon wirklich häufiger als andere. Dreimal oder so. Ich gehe wieder zum Tester, um meine Unschuld zu beweisen. Nicht zu glauben. Ich weiß, was ist schiefgelaufen, ey. Ja, so. Das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Ich gehe auch jetzt hin. Geil, und ich bin fucking innocent. So. Wo ist... Warte, ich hole mir erstmal eine geilere Waffe hier. Ich habe getestet. Habt ihr es gesehen? Nein. Ja, doch. Nein, ich habe es nicht. Du gehst einfach durch, oder was? Nee, du gehst durch und dann drückst du Test me. Ja, okay, mache ich. So. Ist es nicht so, dass einer drin sein muss? Ja, du musst. Nein, du gehst rein, drückst die Taste und dann testet er. 20. Alles klar. Welche Taste also, Rico Budi ist hier schon mal safe. Ja, genau. So, wer ist denn noch nicht da gewesen? Hier ist es schon ein bisschen auffällig. Einige sind noch nicht durchgegangen. Ich bin Detective, ich bin hier auch mal durch. Ich bin Andi. Wie beim Fastfoodladen des Vertrauens. Ich bin hier nur irgendwo in so einem komischen, in so einer Tiefgarage. Ich bin bei dir. Was passiert, wenn man mit einer Pizza durchgeht? Da steht ohne Pizza durchgehen. Was passiert denn dann? So. Dann leuchtet das Wer war Pizza noch nicht? Licht. Hier, Solange Rico, bist du schon durch? Da oben ist noch einer auf dem Dach. Wer ist auf dem Dach? Wurde angeschossen. Also Santa Cotletti, ne? Ohne Scheiß, wer sich Santa Cotletti nennt. Hier Santa Cotletti, okay, Santa Cotletti ist nicht. Bei dem Namen kann das gar nicht gewesen sein. Simon, hast du mich angeschossen? Nee, bitte tötet mich. Nee, ich will sehen, wie ihr ich will wirklich sehen, wie ihr dann dumm meine Leiche durchwühlt. Weil ihr wieder mal den Falschen erschossen habt. Nee. Guck mal, Simon ist der Einzige, der auch so aussieht. Ey, Budi, du schon wieder, wie du in der Scheiße rührst. Ne? Du bist nicht zu fassen. Was soll ich noch machen? Ich nehme doch schon hier, komm, ich nehme meine Waffe weg. Da ist was explodiert. Holster. Ein Haus brennt. Du Spacko, Budi. Da brennt ein Haus. Wenn ich der Traitor wäre, würde ich dich als allererstes jetzt erschießen. Nur um das mal klar zu machen.
Ey, wie kann man denn... Ey, bei Akira auch nicht. Geil. Was geht denn da mit Akira? Echt? Brennt das Haus, wenn man gegen schießt? Akira hat dich gehauen? Akira hat mich eben... Ja, Aika. Aika haut schon wieder. Aika haut schon wieder. Wer ballert? Wer ballert? Der, ich hab ihn gesehen. Santa, ich seh ihn. Santa. Was denn? Ey, Santa schießt. Santa hat geschossen. Santa hat geschossen. Ich seh ihn. Santa hat geschossen. Der Klassiker. Nee, shit. Okay, Klassiker war's nicht. Ups. Wer ist das? Wer ist das? Eddie. Nee, Andi, alles. Eddie, war das? Andi, alles. Andi, alles muss es sein. Andi, alles muss es sein. Ich vertraue jetzt niemandem. Nein, okay, Andi, alles muss nicht. Scheiße. Ich vertraue niemandem mehr. Das ist unfassbar. Ihr seid so krass. Ihr schießt sogar. Also Simon war es aber, oder nicht? Verpisst euch einfach alle. Ey, ich habe so keinen Bock. Ja, Eddie war Traitor. Scheiße, echt? Der Matt ist Traitor. Wer? Schau, ey, Rico, bleib cool. Rico hab ich gesehen. Rico, wie wär's denn, wenn ihr die Leichen mal testet? Ja, hab ich ja schon. Wie, du hast gesagt, ich bin Traitor, ja, aber ich bin unter Confirmed Dead. So, Vorsicht hier, der nette Erich. Der Bulli erzählt wieder, Quatsch. Der Bulli, ich erzähl überhaupt Quatsch. Keinen Quatsch, Mann. Ich glaube, Coldfire ist es. Per Ausschlussverfahren. Der Matt ist Traitor. Der hat vorhin auf einfach auf geschossen. Mir einfach in irgendeine Ecke. The Matt. The Matt. Okay, okay. The Matt. Wo ist denn The Matt? Er ist hinter dem zweiten Untereingang. Oh, wer ballert denn hier schon wieder? Ja, auf dem Matt. Du bist das doch, ey. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Hey. Hab ihn. Alter, ich glaube, ich habe einen erwischt. Ja, ich bin auf mich gewirrt geballert. Bödefeld, du bist es doch, ey. Bullshit. Auf mich wurde gerade geballert, Alter. Ey, Bödefeld war's. Ja, ich ja, hab doch... Okay. Nee, Budi, alles klar. Böde ist es. Mhm. Ohne Scheiß. Jo. Matt ist es, einer fehlt noch. Also, habt ihr Matt? Ja, okay. Aber. Es muss Öde sein. Bin auch eher dafür. Es muss Bödefeld sein. Ja, okay, alles klar, denn er schießt mich und merkt halt, dass ich nicht bin. Er muss es sein, es geht nicht anders. Ich habe gerade gesehen, wie er ihn weggenatzt hat, der Innocent. Da ist jemand, der schießt auf mich. Du hast auf mich geschossen, du Arschmade! Jawohl! Da hast du aber gut durchgelogen. Du Arschmade, ey. Ach ja, lustig. Eine Runde noch, oder was? Ah, du konntest es sehen, oder was? Ja, eine letzte machen wir, oder? Aber was sagt der eigentlich zu meinem Fake-Test, den ich abgegeben habe? Der war gut. Ich habe dir das abgenommen. Ich habe nämlich grünes Licht gesehen. Ja, tatsächlich habe ich gedrückt und bin dann schnell rausgerannt. Ist ein Witz, oder? Was ist das für ein Scheiß-Test dann? Ich war echt auch ein bisschen erstaunt, dass das geklappt hat, ehrlich gesagt. Ich dachte schon, das ist die dümmste 3, 2, 1, so, ich bin innocent! Ich bin auch innocent. Innocent! Aber zumindest ein Test. Wo ist der denn? Ein rotes Fadenkreuz. Ja, dann. So. Oh, da sind sie alle. Da sind sie einfach alle. So, passt auf. Ich habe jetzt. Da ist schon jemand erschossen. Da ist schon jemand erschossen worden. Hier ist Blut. Hier ist Blut und es geht hier geradeaus zum Tester. Okay, Tester. Einer von denen, Sandra oder. Ich teste mich. Santa war vor mir im Tester. Hier, habt ihr das gesehen, wie grün ich bin? Ja, ich will auch getestet werden. Ich bin sehr grün. Ich gehe auch zum Test. Wer war das? Hier ist er von hinten. Ey, ganz ehrlich, die Aika, die rennt hier hinten rum, ne? Also ich. Kann das sein, dass der Test immer grün ergibt? Nein. Man muss in dieser Dingens da sein, in der Schatulle da. Ach, da so. Muss man drin sein. Und da muss man. Ja, ja. Also es muss ein anderer drücken. Ach ja. So. Okay, ich bin dran. Hier. Teste mich. Okay, ich bin dran. Ich teste mich. Ja, das wird keiner der Traitor jetzt machen. Der reingeht und sagt, Baller. Da, und zwar von Entomat oder Matt oder wie der heißt. Wer schießt da? Hier aus der Ecke. Schon wieder The Matt oder was? Enterfusion hat auf mich geschossen. Enterfusion! Ja, das ist er. Achtung, Granate. Wer? Ich hab ihn getötet. Boah, was? Alter. Okay, Enterfusion oder Traitor, sehr gut. What the? Hier ist gerade explodiert. Oh, ich werde beschossen. Dann würde ich sagen, vielleicht Rico, der steht auch da hinten sehr weit weg. Was ist mit Andi alles? Kann der mal vielleicht zum Test? Andi alles, hallo, bitte zum Andi Test. Hallo, Andi alles, bitte gehen Sie was? Mal zum ich Test. Ich kann die auch testen lassen, wenn er. Ja, gehen Sie doch mal zum Test. Ja, gehen Sie doch mal. Gehen Sie in den Test mal rein. Ja, müssen wir den halt vielleicht nochmal machen. Ne? Einfach nur runterstellen? Ja, vielleicht gehen Sie da doch einfach mal geradeaus, da lang. Na, da lang. Na, gehen Sie doch mal da rein, Andi. Andi möchte, glaube ich, nicht. Ja. Ist so. Sicher. Andi, letzte Chance, sonst wird auf dich geschossen. Ja, sorry, ich habe den Simon nicht gehört. Tut mir leid.
Ach so. Es ist Klassiker, der hat gerade irgendwas geworfen, Messer oder so. Ich hab gar nichts geworfen. Ich hab gar nichts geworfen. Ah, er ist es! Er ist. Mann, warum guckt denn auch keiner? Shit! Oh Mann. This person was an innocent. Ah. Wenn man das dann sieht, was ihr alle macht, ihr Rico, seid alle so Hundesöhne. Ich hab mich testen lassen. Wenn, du machst dich verdächtig. Ich hab mich auch testen lassen. Ja, dann guck doch nicht auf mich. Hey, ihr klingt so wie zwei Leute, die abends auf den Hubs gehen. Und nice. Das nicht ist schlecht. Der Sniper! Ja, wo ist der? Ja, auf dem Sniper. Oh, ich hab keine Muni mehr? Scheiße. Alter, nicht schlecht. Geiler Schrei. Okay, Etienne, 1-1. Counter-Strike-Skills! Verdient. Wirklich verdient. Oh Mann, ey. Ui, let's never do that again. Let's never do that again. Nein, es war schon nice, aber es ist halt echt ein bisschen konfus mit so vielen Leuten irgendwie. Ja, schon. Es muss. Macht aber trotzdem Spaß. Ja, es ist ein schönes Spiel. Macht aber ich hatte Spaß. Bei der letzten Runde irgendwie das Gefühl, dass wir mehr Spaß hatten. Ja. So, wir bedanken uns an allen Leuten, die gerade mitgespielt haben. Hä, machen wir nicht noch eine Runde? Achso, ich dachte. Ja, naja, wir müssen eigentlich durch. Mal los. So, wir bedanken uns bei allen Spielern. Coldfire, Andi, alles. Dennette, Erich, Riku, Pumukel. Danke für Server aufsetzen. The Matt Goim, Klassiker. Aika. Santa Cotletti, Enterfusion. Ja, sehr gut. Und das war Trouble in Terrorist Town. Hatten wir uns überlegt. Muss man sich, glaube ich, muss man einfach nochmal ein deutlicheres Setup haben. Ich glaube, wenn man echt physisch dann noch beisammensitzt. Ja. Dann halt so noch lustiger, ne? Dann wird es noch mal lustiger. Ich glaube, wir sollten sowas tatsächlich mal machen auf LAN-Party mit 20 Leuten. Aber dann auch wirklich face-to-face. Mal gucken, was es nächste Woche gibt. Ja, vertrauen niemandem. Das stimme ich zu. Ja, das war's mit Beanstag für heute. Ein bisschen kürzer. Ich schieße noch mal. Weil Lars Mutter in der Kiste war. Ja. So. Ja? Kann man mal sagen. Wir haben auf einen geschossen. Das freut uns. Geschossen. Tschüss. Obwohl ich und ihr Lust sind. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke.